wächst ein naturnaher Fichtenlärchen-Mischwald. Manche Bäume werden ja bis zu 300 Jahre alt. Ihre Äste sind oftmals mit bizarren Flechtengebilden überzogen. Heute ist die Bachelalm eine reine Gastronomie mit Latschenkieferbrennerei. Und wenn man Glück hat und ganz leise, kann man in freier Wildbahn die Murmeltiere beobachten, die durch Franz Steiner, den Besitzer der Alm, in den 70er Jahren hier angesiedelt wurden. Die wunderbare Kulisse zu den Tieren ergibt sich durch den Horizont begrenzender Berge. Das ist das Dachsteinmassiv, der Rettenstein, Gosaukamm und die Bischofsmütze. Also leise, pst, ganz leise. Neue. Das schmeckt mir gut. Komm doch mal hier, mein Süßer. Nee, der macht nicht. Da siehst du, der muss da durch. Ist das ein Turn? Ist kein Pfeif. Du, so nah habe ich überhaupt noch nicht die Viecher gesehen. Oh, wo sind denn jetzt Gemüse? Ich hab's im Beutel, da müsst ihr ganz nett zu mir sein. Hast du auch was für uns? Ach, die Nüsse sind alle. Gut, gib ein Stück Brot. Oh, doch noch Müsli da. Aua. Was ist denn? Nüsslis, meine Lieblingsspeise. Hast du noch Nüsli? Hey, nur gucken, nicht anfassen. Küsschen, hey, Küsschen. Das ist mein Mann. Entschuldigung, angenommen. Nimm. Komm her, komm. Müsli. Was ist das? Was da liegt, das guck ich mir genau an. Huch, die Kamera. Gib mir auch ein Stück ab. Der hat mir den Neuser abgeleckt.
Das willst du, das Semmel, ne? Du merkst es nicht anders, kriegst du, nimmst es. Und nach dieser spannenden Sache brauche ich erstmal ein Bier. Es gibt Momente.